Ja, Leute, so, jetzt habe ich es rausgefunden. Oh, ich bin ja so doof. Ich bin ja so doof. Haha, ich bin doof. Nein, Quatsch. Ich bin unwissend einfach nur gewesen. Und zwar, ich habe mir nochmal so eine kleine Komplettlösung da durchgeguckt. Oder ein anderes Video von einem anderen netten Herrn angesehen. Und irgendwie braucht das ziemlich lange zum Laden. Da kam der kleine Ladebalken. Komm schon. Mach hinne. Ah, jetzt. Ich muss. Das Adlerauge. Das ist ja das Einzige, was ich hier jetzt noch verwenden kann. Damit kann ich gleich sehen, wo ich hin soll. Und zwar muss ich das gleich, wenn ich durch das Ding in, durch das Dingen hier jetzt durchgegangen bin. Was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Tada! Der keine Schuld geladen, denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich so. her, auf das er Jetzt kann ich mich nämlich auch nicht mehr bewegen. Der Haha! König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher. Das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf das Okay, er jetzt laufen die weiter wird. und ich muss Ich wieder werde einen euch neuen helfen, Platz finden. ihn angemessen Tada! beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Lasst mich legen in ein Grab. Okay. Okay, Jesus klippt da ein bisschen rum. Jesus! Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht ab. Centurio, ich... So. Du bist ja hinüber. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ching. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Okay. Hey. Micheletto Corella. Niemanden töten außer den Schützen. Hurra, hurra, wir haben es geschafft. Was ist jetzt mit Jesus? Wo sind die ganzen Leute? Achso. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Block. Haltet die Wachen fern. Ist er gerade am Kotzen? Während ich da... Oh, da kam ein Datenbankeintrag. Den wollte ich doch noch durchlesen. Kommt er noch? Kommt er noch? Aha, ja. Moment. Komm schon, Spiel. Rechner Rüdel. Ah, jetzt. Okay. Schauspieler eben. Schlimm. Wir kommen, um zu helfen. Stopp die Wachen. Ja, danke schön. Oh, die rennen einfach dran vorbei. Gut. Wer seid ihr? Euer Retter. Miko, mir läufst du nicht davon. Oh, ich renne einfach mal durch. Mal gucken. Oh, ich lege ihn mal ab. Na komm. Tüdelü.
Na komm. Schnell, Mai, Mai. Moment, ich geh mal auf Hände, genau. Na komm. Nein, verbündeter Tod. Willst du mich verarschen? Was? Was? Moment. Huch, was war das? Hüpfe. Ich bin bereit für alles. Das passt. Geil. Schön. Oh, jetzt lad schneller. Jetzt lad doch etwas schneller. Hier, die ganzen Ladezeiten, die muss ich dann auch überspringen. Damit das Video nicht zu lange wird. Ezio! Wir kommen, um zu helfen! Stopp die Wachen! Ich habe nichts getan! Wer seid ihr? Oh. Sofort stehen bleiben! Ja, ne, ihr lauft dahin und ich laufe einfach nur weg. Ach, der verliert. Ah, okay. Ich muss hier jetzt einfach Wer nur. Seid ihr? Euer Retter. Komm. Ah, cool. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Cantarella. Okay. Es geht mir etwas besser. Ein Adalas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los. Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch, ich muss den Truppen helfen. Oh, er. Un momento. Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Och nö, jetzt werde ich auch noch vom Wachen verfolgt. Zu rammen, ja, toll. Ah, ich muss. Hallo, hallo, Leute, ich muss ihn noch. Hallo, ich muss ihn noch verfolgen. Hallo. Hallo! Gib mir doch immer auf den Sack. Entschuldigung. Oh Mann, dieses. Ich mag das Spiel gar nicht. Warum rennt er weg? Was soll der Quatsch? Manno. Ich möchte doch nur reden. Kann ich ihn nicht irgendwie ins Bein schießen oder so? What is love? Baby, don't hurt me. Dup, dup, dup. No more. So, jetzt lauf, Junge! Nein. Jetzt stirbst du. Oh, nee. Und dasselbe nochmal. Oh, Mann, ich... Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich echt falsch. Die Ladezeiten dauern mir gerade etwas zu lange. Oh, ich glaube, ich rege mich gleich zu künstlich auf und dann... Ganz ruhig. Ich muss, glaube ich, anders laufen. So, komm mit.
Komm ran da. Ich laufe einfach einen anderen Weg. Haha, kleine Abkürzung. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich durch, lass mich durch. Ich kann ein Pferd nehmen. Ah, komm. Lauf, 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 lauf. Mann! Jetzt ist er wieder weg. Komm, lauf, 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 lauf. Lauf, Junge, lauf. Komm, lauf, 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 lauf. Nein, nicht umbringen, nicht umbringen. Bring den da um, bring den da um. Huch. Ich könnte ihn jetzt so einfach erschießen, ne? Ah, ich hab ihn. Ah, ich hab ihn. Ah, ich hab ihn. Oh Gott. Oh Mensch. Oh, war das. Warum floht ihr? Ich. Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Mörder. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Hm. Oh, scheiße. Boah, lauf. Wo ist mein Pferdchen? Wo ist mein Pferdchen? Komm schon, Pferdchen, komm schon. Wo bist du? Warum bin ich da auch nicht gleich drauf gekommen mit dem Typen? Huch! Ich wollte sagen, was ist jetzt los? Komm gut, da durch. Schwimm schnell, schwimm schnell. Oh Gott, ich kann das überhaupt nicht ab, dieses Gehetzel. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Okay. Ja. An wem liegt das wohl? Oh Gott. Oh. Okay. Nicht schwimmen. Willst mich verarschen? Wie hätte ich das denn sonst packen sollen? Ah, naja, egal. Ich kann das irgendwann nochmal, Apothekerbedarf, bitte, Zeugs. Dankeschön. Gift brauche ich nicht. Habe ich noch genug? Nö. Geschäftsaufträge? Giftig? Muskat? Akonit? Tomaten habe ich? Na gut. Investitionen? Nö, brauche ich nicht. Ich tat, was ich konnte. Aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen anderen Beruf zu suchen. Nö, der ist auch gut. Ein kleiner Taschendieb. Wo ist er jetzt hin? Egal. Einmal zum Schmied bitte hin. Abverkauf! Kommt und seht! So, einmal reparieren bitte. Dankeschön. Kleine Waffen. Haben wir etwas, was noch ein bisschen besser ist als mein Romulus-Dolch? Hackebeil? Nö. Armbrust, Munition.
Messer bitte auffüllen. Ja, Kugeln brauchen wir nicht. Armbrustbolzen. Her damit. Oh. Geschäftsaufträge. Münzen von Vlad dem Fehler. Ach du Scheiße. Hier. Vlad der Pfähler. Hier, Vlad Tepes. Tepes. Hier, Graf Dracula. Genau, Streit haben wir des Söldners. Nö, 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 nö. Oh, Stocker. Ui. Oh, gut. Rüstung. Nicht genügend Geld. Ihr werdet sehr zufrieden sein, ich weiß es. Gibt's hier noch eine Bank in der Nähe? Ja. Boah, sind hier viele Menschen. Sprecken. Erwartete Gewinne. Oh, cool. Ach, da investieren wir doch mal. Einmal Geld abheben, bitte. Dankeschön. Buchführung. Wahrzeichen. Hm. Die könnte ich mir auch noch mal irgendwann kaufen. Aber jetzt bauen wir noch mal unsere tolle Rüstung aus. Bessere Preise als diese werdet ihr... Sprecken. Rüstung. Wir haben 25.000. Seusenhofer Stiefel. Nee, wir machen erstmal die Platten. Rüstung. Einmal Schulterplatten. Einmal Schulterbrustschutz. Einmal die. Und nicht mehr genügend Geld. Verdammt. Ah, egal. Njam, 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 njam. Ich glaube, das war's erstmal. Pluim. Yeah, was sehen wir jetzt cool aus? Okay. So, und ich würde jetzt mal erstmal sagen, ich mache hier an dieser Stelle einen kleinen Cut. Ja, ja, so. Hier hochklettern. Gottchen, war das gerade aufregend und anstrengend zugleich. Aber wir haben es ja geschafft. Ich mache da, werde da eine Menge Cuts reinsetzen müssen, aber meine Güte. Ein bisschen Arbeit hat noch keinem geschadet. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ne, wenn's dir gefallen hat, Daumen hoch, wenn du Bock hast. Wenn nicht, ist allein dir überlassen. Würde mich auch sehr über ein Abochen, Abo-Leinchen freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir bestimmt wieder einen neuen Auftrag entgegennehmen. Bis dahin, einen schönen Tag. Ciao, ciao. Dein Gary.